Lose control. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Gary. Heute vorläufig letztes Video um die Einstellungen um Amigam. Heute geht es um Amigam direkt. Und dann wird es wahrscheinlich ein Video geben um den Amiga 2000. Der wird nämlich umziehen. Ja, das heißt die ganzen Erweiterungen. Da fehlt mir noch ein Teil. Weiß ich nicht, ob das nächste Woche dann schon kommt. Aber bevor wir loslegen, für alle, die es nicht gelesen haben im A1K-Forum. Es gibt Neues zu den Treibern der ZZ9000. Also nicht zur ZZ9000 AX. Ja, da habe ich leider keine. Und zwar ist es ja so, diese Treiber hatten ja eigentlich immer die Blitterunterstützung an Bord. Nur die hat leider nicht richtig funktioniert, daher war sie auch deaktiviert. Das hat immer wieder zu Grafikfehlern geführt, wobei natürlich ein Bildaufbau, wenn das aktiviert ist, viel schneller geht. Das hat mir nämlich Thomas gezeigt, diesen Unterschied. Und Thomas ist nämlich genau da der Schlüssel, der hat sich den angenommen und scheint diese Probleme behoben zu haben und hat das Lukas zur Verfügung gestellt. Wenn das allerdings dann offiziell erscheinen wird, weiß ich nicht. Ich habe auch keine neuen Infos zu den Decodern der ZZ9000 AX leider. Ja, würde auch gerne sagen, funktioniert schon. So viel mal am Rande. Wir wollen loslegen. Mein Amiga 4000 da hinten wartet schon. Und ich schalte mal um und bis gleich. So Leute, wir sind jetzt auf meinen Amiga 4000 und wir starten mal die Einstellungen und gehen mal die zwei wichtigsten Punkte durch, dass wir überhaupt einen Ton rausbringen, vor allem einen über eine Decoder-Karte. Und die Einstellungen können wir über zwei Wege starten, entweder hier direkt oder dann über Amigamp, über das Menü, dort habt ihr auch den Menüpunkt Einstellungen. Und das starten wir mal. Ja, und als erstes gehen wir mal auf Audio. Und hier herunten habt ihr AHI. Und ihr seht hier die Zahl 0. Guckt mal auf den Mauszeiger. Und die könntet ihr hier verändern. Die Musikeinheit. Und was ist eigentlich mit dieser Musikeinheit gemeint? Ja, dazu springen wir mal hier rein und auf AHI. Ich mache euch das mal ein bisschen größer. Ja, dass ihr das schön seht. Und gehe hier eines weiter, Musikeinheit 0, das seht ihr jetzt hier heroben. Und hier ist die Prelude eingestellt, Stereo Plus Plus. Das ist damit gemeint mit Musikeinheit. Also was ihr hier für die Soundkarte einstellt, das solltet ihr halt dort unten auch einstellen. Den Einstellungen von Amigamp. Ja, wenn ihr jetzt Musikeinheit 1 wählen würdet, ja, dann würden wir die Paula ansprechen. Ja, das ist vielleicht nicht ganz zielführend, das Ganze. Also hier gucken, dass ihr hier die richtige Musikeinheit einstellt. Kanäle vertauschen, Lautstärke, Balance, Dezibel begrenzen, Equalizer ein. Also den könnt ihr hier standardmäßig gleich einschalten, wenn ihr wollt. Aber das ist, glaube ich, eh selbsterklärend. Und wir haben noch eine zweite wichtige Einstellung und das ist der letzte Reiter hier, Decoder. Und ihr seht hier ganz links oben MHI-Unterstützung. Und da ist jetzt ein Haken gesetzt. Und wenn ich den Haken jetzt rausnehme, passiert Folgendes. Amigamp würde per Software dekodieren. Also wenn ihr den Haken hier weglasst, dann dekodiert ihr natürlich per Software. Und wenn ihr den Haken setzt, dann benutzt ihr die Decoder-Karte. Das heruntere hier können wir nicht benutzen, ja, weil ich habe keine Power-Prozessor-Karte. Das ist, glaube ich, auch selbst erklärend, Power-Prozessor-Word-App. Und wenn wir die Decoder-Karte verwenden, müssen wir aber auch noch das MHI-Library auswählen. Dazu klicken wir einmal da drauf. Und wenn ihr hier unten guckt, Schublade, LIPS, also das findet man im Verzeichnis LIPS. Und da gibt es bei mir einen eigenen Ordner. Das legt auch das Installationsbündel, was ich euch gezeigt habe, so an. Und hier findet ihr auch das richtige Library. Bitte hier aufpassen, denn es ist nämlich so, das ist das Library für die Prelude. Ne? Das wird mit der ZZ9000 AX nicht zwangsläufig funktionieren. Also da müsst ihr schon natürlich auch das Richtige verwenden. Und das war im Prinzip eigentlich auch schon mal die ganze Hexerei. Und jetzt starten wir mal Amigamp und sehen uns
das dort mal an. Wir kommen hier dann nochmal zurück auf die Einstellungen. Da gibt es auch noch ein paar Sachen, die möchte ich euch zeigen, damit man die weiß. Ich habe uns Amiga-Amp mal gestartet. Also so sieht das aus, das kennt ihr eh alle. Ja, Equalizer ist derzeit abgeschaltet, den könnt ihr übrigens hier noch dazu schalten. Also muss nicht in den Einstellungen sein, die Einstellungen über den Equalizer sagen halt nur, ob der gleich aktiv sein soll oder nicht. Und hier haben wir verschiedene Reiter und wir gehen mal die wichtigsten durch. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, springt Auswahlfenster aus, ja, und dann kann ich hier einen Titel auswählen. Hier solltet ihr auch eines beachten, ihr seht, dass die Namen eigentlich doch relativ kurz sind. Und das hat auch einen Grund, wenn ihr die Namen nämlich zu lang macht, kann es euch passieren, dass Amiga-Amp das nicht einlesen kann. So guckt, dass ihr die Namen der Dateien immer möglichst kurz haltet, damit es da zu keinen Schwierigkeiten kommt. So, und jetzt klicke ich da drauf und jetzt habe ich hier auch schon einen Titel herin. Das ist aber natürlich nicht zielführend, weil jeden Titel da einzeln einlesen, ja, das ist natürlich nicht gerade interessant. Und daher können wir hier auf File plus nochmal draufklicken und ich halte jetzt die linke Maustaste gedrückt und plötzlich seht ihr dir und URL. Ja, URL habe ich selber auch noch nicht versucht. Ich nehme jetzt mal dir. Das wähle ich jetzt aus. Gehe wieder auf Sound, gehe mir auf meine MP3s und ihr seht, jetzt wird mir überhaupt kein Song nicht angezeigt. Und das hat nämlich einen einfachen Grund, das dauert jetzt natürlich ein bisschen, weil wir lesen jetzt ein ganzes Verzeichnis ein. Das wird hier ein bisschen dauern, weil es glaube ich 690 Lieder sind oder so. Ja, das Ganze. Und ihr seht, das hat aber auch eine Zeit lang gedauert, bis es eingelesen hat. Aber zu dem kommen wir halt auch dann noch. Und hier könnt ihr eine fertige Liste laden. Das geht auch. Also entweder neue Liste oder ihr sagt, wenn ihr einmal draufklickt, Liste laden, nehmen wir mal die hier. Jetzt wird die eingelesen. Und das Einlesen dauert eigentlich auch eine ganze Zeit der Liste. Und das, bevor ich euch erkläre, warum das so ist, hier dann noch etwas. Hier, wenn ihr wieder mit der linken Maustaste gedrückt halt, könnt ihr dann natürlich auch die Playlisten speichern. Und jetzt passt mal gut auf, was ich jetzt mache. Jetzt nehme ich, oder machen wir es mal anders, klicke hier unten drauf. Ja, es wandert auch schön nach unten, kein Problem. Jetzt nehme ich aber mal den Balken und ziehe den gewaltig nach unten. Und merkt ihr das? Ja, das dauert und dauert und dauert und funktioniert nicht richtig. Oder scheint nicht richtig zu funktionieren. Und was ist da das Geheimnis, dass das so ist? Und dazu gehen wir nochmal in Einstellungen. Und zwar genau hier, Programm. Und hier hättet ihr mehrere Instanzen erlauben. Das braucht ihr so nicht. Ja, das ist, wenn ihr Amiga-Amp ein paar Mal starten wollt. Ja, das werdet ihr eh nicht machen. Und hier unten haben wir Playerliste. Doppelklick, lädt und spielt eine Datei. Damit ist natürlich gemeint, wenn ihr sie anklickt, ja, werden die Daten geladen von dem Lied und wird abgespielt. Und interessant für uns ist das hier herunten. Playerlistenformat, vollständiger Name und Dauer. Datei einlesen. Das ist der nächste Punkt, Dauer und Metadateien einlesen. Und das ist nämlich genau der Grund, warum das jetzt so zäh gelaufen ist. Weil diese Metadaten schon mit eingelesen werden. Und ihr habt auch gesehen, dass ich da die Playerlisten Test genannt habe. Das ist nämlich zum Testen. Und das hat jetzt folgende Bewandtnis. Es werden nämlich immer nur die Metadateien eingelesen von dem, was hier in unserer Playerliste sichtbar ist. Das dauert erstens länger, das Einlesen, weil er die Metadaten mitlesen muss. Und immer wenn wir jetzt den Balken nach unten ziehen, werden die neu eingelesen und da kommt er einfach nicht hinterher. Wenn wir das jetzt anders einstellen, sagen nur Liste und hier nichts einlesen, ich sage mal benutzen, gehe jetzt her und sage neue Playerliste und lese das neu ein. Dauert jetzt wieder ein bisschen. Das Ganze,
bis er es gelesen hat. Es sind ja doch viele Dateien, obwohl ich sage, ja, fast 690 Dateien, das geht eh flott. Und jetzt seht ihr zum Beispiel, dass uns hier hinten die Zeitangabe fehlt. Das ist nur das erste Lied hier, das ist von Udo Jürgen, 17 Jahre blondes Haar, das kennt ihr ja, und das wird eingelesen. Genauso ist es hier. Ja, wenn ich eines anklicke, wird das mit eingelesen. Hier hat er jetzt alle eingelesen. Und wenn ich das jetzt ziehe, dann ist das auch voll flott, weil diese Metadateien nicht mehr mitgelesen werden. Wie ihr das einstellt, das ist natürlich eure Sache. Aber bedenkt bitte eines, wenn ihr hier eingestellt habt, oh, wir holen uns das nochmal, wie es vorher eingestellt war, dass die Metadateien mitgelesen werden und ihr speichert dann diese Playerliste, ja, dann wird die auch so abgespeichert, dass die Metadateien mitgelesen werden. Also da müsst ihr halt dann schon gucken und schauen, wie ihr das halt wollt. Also ich prinzipiell lese eigentlich auch ohne die Metadateien ein, weil es halt ein bisschen flotter geht. Aber wie gesagt, das kann halt jeder machen, wie er will. Ja, aber es ist etwas, was man natürlich mal wissen muss. Wenn man das nicht weiß, sucht man sich auch hier zum Hugo. Hier haben wir auch noch ein paar Dinge, die können wir uns anschauen. Oberfläche, Fenster, was alles angezeigt werden soll. Standardmäßig seht ihr Hintergrund fixieren. Systemzeichensatz, also standardmäßig ist das hier angeklickt. Diese drei Fenster, Skill benutzen könnten wir eigentlich ausschalten, brauchen wir so nicht. Und hier haben wir die Visualisierung. Und zu der werde ich euch auch noch ein paar Dinge sagen zum Schluss. Und jetzt springen wir noch auf System, weil das natürlich auch durchaus wichtig ist. Hier habt ihr den Buffer, und zwar, das ist immer das, was vorgeladen werden soll. Ja, ihr könnt es asynchron laden oder synchron. Ja, ich sag mal so, gerade dieses Fenster hier System ist etwas, wo ich nichts verändern würde. Jetzt muss ich mal von Kaffee trinken, sonst wird der kalt. Immer mit der richtigen Tasse, ja, Mamike, ja, nicht vergessen. Wo ich auch mal sage, naja, es ist so, wenn alles gut funktioniert, würde ich hier nichts ändern. Ja, das könnt ihr halt je nachdem hier probieren. Wenn ihr hier natürlich erhöht, ja, auf ganze Dateien, dann dauert das natürlich auch länger, bis ein Lied eingelesen wird. Und hier haben wir noch rechts die Priorität. Und da würde ich so auch nichts untun, verändern. Es ist nämlich so, die Priorität legt fest, wie oft das Programm im Multitasking an die Reihe kommt. Das soll nicht zu niedrig sein, weil sonst hakt unter Umständen das Abspielen, so hoch soll es auch nicht sein. Bei mir funktioniert es auf allen zwei Amigas mit den Standardeinstellungen wunderbar. Also es funktioniert ohne Probleme. Ich würde hier, wie gesagt, nur etwas verändern, mal vorsichtig, wenn ihr Probleme habt. Also nicht gleich hier mal den Regler nach oben ziehen bis zum Anschlag, weil dann kann auch sein, dass das System nicht mehr richtig reagiert oder solche Sachen, sondern wirklich mal vorsichtig. Aber wie gesagt, das würde ich nur machen, wenn ich Probleme hätte mit Abspielen. Sonst nicht. Kann vielleicht auf langsameren Amigas ja etwas bringen, wenn man hier ein bisschen die Priorität raufdreht. Aber wie gesagt, das muss jeder testen. Und jetzt zeige ich euch noch etwas, ja, wo vielleicht unter Umständen auch sonst Leute, wie soll ich sagen, endlos etwas suchen oder probieren, dass das funktioniert, ja, und dann scheitert es nur daran, dass man ein paar Dinge nicht weiß. Ich bin mal hier auf die Amiga-Amp-Seite gegangen, ja, hier habt ihr Skills, ihr könnt ihr natürlich auch verwenden, wenn ihr möchtet, dass das Ganze vielleicht ein bisschen anders aussieht, ihr dürft euch welche aussuchen, das müsst ihr halt probieren, was da gut funktioniert und was halt nicht. Ihr habt immer so eine kleine Beschreibung, wie das alles aussieht. Dann gibt es noch etwas, und das ist auch wichtig, das sind die Plugins. Das sind diese schönen Dinge hier, die wir uns hier anzeigen lassen können. Die kommen übrigens, wenn ihr den Ordner von Amiga Amp aufmacht, habt ihr hier Skills und Buttons, was ihr hier benutzen könntet. Ja, der ist bei mir leer.
Ja, das müsst ihr halt dann reinkopieren. Aber bei diesen Plugins muss man einiges wissen. Wirklich gut aussehen tut das eigentlich nur auf Bauprozessoren. Es funktioniert natürlich auch mit 68K-Prozessoren, aber da sieht es halt nicht so gut aus. Und wenn ihr sehr viel Hertz eingestellt habt und auch die Songs hoch kodiert habt, in sehr viel Hertz kodiert bei auf einem 68.000er Prozessor bei Software, ne, dann wird es ein bisschen eng, wenn er das auch noch anzeigen muss. Eines funktioniert allerdings, Leute, überhaupt nicht, und zwar, wenn ihr eine Decoder-Karte benutzt. Dann funktionieren die nämlich gar nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil die Daten werden zur Decoder-Karte hingeschickt und da kommt nichts zurück. Also die ganzen Plugins bekommen halt dann keine Daten, können daher auch nichts anzeigen. Also wie gesagt, mit Decoder-Karten geht das natürlich nicht. Bauprozessor, wenn ihr keine habt, der wäre natürlich schnell genug, um per Software zu dekodieren und das anzuzeigen. Aber 68.000er K ist halt leider nicht, ja, obwohl hier gibt es eine ganze Menge, ja, wirklich schöner Plugins. Das war's auch im Prinzip schon mal im Großen und Ganzen. So kompliziert ist das nicht. Ja, das sind mal die wichtigsten Dinge, um die Einstellungen von Amiga Amp. Und damit sollte ja eigentlich jeder schaffen, der das auch einen Ton rausbringt und so mal das Wichtigste einstellen kann. Mit den Rest, ja, weiß ich nicht, ob wir da mal ein Video machen dazu, dass wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen über die Einstellungen. Aber ich denke, dass das meiste dann eh selbsterklärend ist und eh jeder selber rausfindet. Naja, dann hoffe ich, ja, meine kleine Einführung in Amiga Amp hat euch gefallen. Ja, also diese drei Teile. Und ist sicher mal so, die meisten werden es ganz einfach wissen, ja, wie es funktioniert, ja, diese Einstellungen. Aber meine Erfahrung ist halt, es gibt halt doch Leute, die noch nie benutzt haben, die haben halt dann immer Schwierigkeiten und dann kann man ihnen natürlich den Link, ja, zu solchen Videos zeigen und muss nicht immer alles neu erklären. Ja, da reicht dann das und das ist auch eigentlich, wie ich schon mal gesagt habe, meine Erfahrung, dass das ganz gut ist. So, damit sind wir am Ende und ich hoffe, ja, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch bitte einen Daumen hoch und guckt mal über den Kanal. Videos werden immer mehr. Ja, vielleicht gefällt euch ja der Kanal, dann lasst doch bitte ein Abo da. Und damit, Leute, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag und macht's gut. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.